Und live zugeschaltet ist jetzt der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner. Schönen guten Morgen, Herr Lindner. Guten Morgen, Frau Pochhammer. Ich grüße Sie. Sind Sie jetzt überrascht über das, was die Kanzlerin gestern da in dieser Talkshow zum Besten gegeben hat? Nein, das entspricht ja der Auffassung der Bundeskanzlerin schon seit langer Zeit. Im Grunde seit Beginn der Pandemie setzt Frau Merkel auf das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Und in regelmäßigen Abständen werden dann neue Freiheitseinschränkungen angekündigt. Ich wünsche mir stattdessen eine Strategie, die etwas berechenbarer und etwas planbarer ist. Gestern eine harte Ansage von Frau Merkel, in der vergangenen Woche eine Maßnahme, die zurückgenommen worden ist, mit Entschuldigung versehen. Ich glaube, dass wir alle, die Menschen im Land, jetzt einfach berechenbare Leitplanken für das gesellschaftliche Leben fordern. Warum, glauben Sie, hat sie jetzt dieses Format gewählt, statt zum Beispiel eine neue Ministerpräsidentenkonferenz, um harte Ansagen zu machen? Oder statt zum Beispiel vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen, Frau Pochhammer. So? Das ist ja eigentlich der Ort, wo in unserer Demokratie über Fragen gerungen und gestritten wird, wo es auch dann möglich ist, Fragen zu stellen oder zu widersprechen. Mich bekümmert das sehr, dass die Möglichkeit, im Parlament zu debattieren, auch zu beschreiben, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden, zu wenig genutzt wird. Das ist eine auch vergebene Chance für die Bundesregierung, für ihren Kurs zu werben. In der Sache bin ich der Meinung, dass wir regional entscheiden müssen, wie ist das Infektionsgeschehen. Klar ist, es ist unverändert eine gefährliche Situation. Niemand darf die Covid-19-Erkrankung und ihre Mutationen unterschätzen. Aber wir brauchen eben die wirksamen Instrumente, dass jetzt wiederum über Ausgangssperren gesprochen wird, die eben erwiesenermaßen keine so positive Wirkung auf das Infektionsgeschehen haben. Das ist ein Akt von Hilflosigkeit, den ich mir für Deutschland nicht wünsche. Allerdings wird über diese Maßnahme ja nur gesprochen, weil eben offensichtlich viele Kreise, viele Bundesländer eben diese 100er-Notbremse nicht umsetzen. Bringt doch alles nichts, wenn die bestehenden Maßnahmen dann auch nicht wirklich genutzt werden. Der Landkreistag, also die Praktikerinnen und Praktiker vor Ort, haben ja einen Neustart der Pandemiepolitik angemahnt, insbesondere die Orientierung auf dieser Inzidenzzahl, der 7-Tage-Inzidenz von 50 oder 100, das ist sehr kritisch gewürdigt worden. Warum? Die drückt nicht mehr in der Weise das Pandemiegeschehen vor Ort aus wie zu Beginn der Pandemie. Wir haben schleppende, aber immerhin Fortschritte beim Impfen beispielsweise. Und deshalb brauchen wir auch für die Steuerung von Maßnahmen vor Ort noch mehr Parameter. Die Situation insbesondere in den Krankenhäusern, die Frage, wer sich infiziert, welche Bevölkerungsgruppe, die Frage, ob es an einer Stelle viele Infektionen gibt, also eine Fußballmannschaft, oder ob es ein diffuses Infektionsgeschehen ist. Also das brauchen wir zunächst einmal. Und dann sollten wir mehr Vertrauen in die Landkreise, in die Behörden vor Ort geben, in die Betriebe, dass mit guten Hygienekonzepten etwa im Handel Infektionen verhindert werden. Und vor allen Dingen wir alle, Frau Pochhammer, Sie, ich, wir alle, wir sollten in unserem Alltag umsichtig und vernünftig sein und dort, wo es geht, die besonders schützende FFP2-Maske tragen. Allerdings scheint die Kanzlerin das nicht so differenziert zu sehen. Sie sagt also, die Notbremse muss durchgezogen werden. Sonst würde sie notfalls auch das Infektionsschutzgesetz noch mal anpacken, um mehr Kompetenzen beim Bund zu bündeln. Für wie demokratisch würden Sie so einen Vorgang halten? Wenn der Gesetzgeber neu entscheidet, dann ist das am Ende ein demokratisches Verfahren. Auch jetzt hätte Frau Merkel schon mehr Durchgriffsmöglichkeiten, als sie für den Bund in Anspruch nimmt. Man muss schon in Erinnerung rufen, der Bund hätte bereits jetzt weitgehende Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft sind. In der Sache halte ich es aber für falsch, weil wir ein regional sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen haben. Also sollte man unterschiedlich darauf reagieren. Wir haben längst nicht alle milderen Möglichkeiten, die Pandemie zu bekämpfen, annähernd ausgeschöpft. Also nehmen wir das Impfen. Ich bin dafür, dass alle Impfreserven jetzt rasch verimpft werden, bei jedem möglichen Termin, bei AstraZeneca, auch an Freiwillige außerhalb der Impfreihenfolge, auch über die Hausärztinnen
und Fachärzte. Bei den Schnelltests nutzen wir die Möglichkeiten von Apotheken, Arztpraxen, Drogeriemärkten, um hier möglichst schnell zu mehr Tests zu kommen und im öffentlichen Raum eine weitgehende FFP2-Maskenverpflichtung. Auch das kann helfen. Alles andere wird nur zu hohen sozialen und wirtschaftlichen Schäden führen. Der Oberbürgermeister von Tübingen hat ja sehr dramatische Worte gefunden für den Verlust der Akzeptanz der staatlichen Maßnahmen. Und das ist ernst zu nehmen. Allerdings, Herr Lindner, wenn das dann doch schief geht, wenn die Infektionszahlen auf diese Weise eben nicht runtergehen, was ist dann Ihre Lösung? Ich bin gegen spekulative Szenarien, sondern wir müssen jetzt jeweils handeln, immer situationsangemessen, ohne fahrlässig zu handeln oder Gefahren zu relativieren, aber auf der anderen Seite auch ohne die Umsicht zu verlieren, dass auch Lockdown-Maßnahmen einen sozialen und einen wirtschaftlichen Preis haben. Menschen, die vereinsamen, Kinder und Jugendliche, die den Anschluss verlieren, Menschen, die ihre wirtschaftliche Existenz einbüßen. Zwischen diesen beiden Punkten, Gefahr des Virus, Gefahr der Folgen der Bekämpfung des Virus, dazwischen müssen Entscheidungen gesucht werden, die verantwortbar sind. Und ich bin sicher, dass Frau Merkel eine ganz hohe Sensibilität hat für die Gefahren des Virus. Aber manchmal frage ich mich, ob die Sensibilitäten für das Alltagsleben der Menschen und die sozialen Folgen in gleicher Weise ausgeprägt ist. Und deshalb brauchen wir eine kluge Politik, die Maßnahmen abwägt und immer wieder neu gewichtet vor Ort. Was ist in einem konkreten Infektionsgeschehen vor Ort im Landkreis oder der Stadt XY nötig? Wenn Sie sich allerdings auch so ein bisschen das Gebaren der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, der einzelnen Akteure in dieser Pandemie so anschauen, wie viel Wahlkampf steckt denn da eigentlich drin in dieser Pandemiepolitik, mal ganz ehrlich? Naja, Herr Hans beispielsweise im Saarland, der ist ja nicht in einer Wahlkampfsituation. Trotzdem war es verwunderlich, dass er erst am Beginn der Woche einer der schärfsten Verfechter von Lockdown-Maßnahmen war und sich gegen Öffnungen ausgesprochen hat, um dann selbst im Laufe der Woche genau solches, nämlich Modellregionen im Saarland, zu beschließen. Also das ist manchmal in sich nicht konsistent. Ansonsten will ich keine Kopfnoten vergeben, generell an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die haben auch wahrlich schwierige Jobs. Und ich glaube, dass eine Chance darin läge, wenn vor Ort in den Landesregionen stärker debattiert werden würde. Schauen Sie, gegenwärtig ist die Situation ja so, dass die Regierungschefs einvernommen werden von Frau Merkel in Berlin und dann kommen sie zurück und dann wird das umgesetzt. Dann versucht man im Kleinen in den Landeskabinetten noch etwas zu variieren, aber die große Linie ist festgelegt. Ich glaube, dass in einem anderen Verfahren, Regierungserklärung von Frau Merkel, einige Tage Beratungszeit, auch in den Landeskabinetten, in der Öffentlichkeit, dann Beschluss der Maßnahmen, dass das ein Verfahren wäre, das für uns alle besser ist. Denn jetzt wissen wir doch schon, was kommt. Frau Merkel hat gestern Abend Ankündigungen, vage Ankündigungen gemacht. Jetzt passiert einige Tage gar nichts. In Büros der Bundesregierung, im Kanzleramt, wird jetzt an Papieren gearbeitet, die dann, so meine Prognose, unmittelbar nach Ostern öffentlich werden. Und dann geht es wieder ganz schnell mit Maßnahmen, die auch überraschend kommen. Und genau diese Verfahren sollten wir überwinden. Sagt FDP-Chef Christian Lindner, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Danke Ihnen, einen guten Tag. Ebenso.